Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Huawei News. Heute dreht sich alles um das neue Huawei P-Smart 2019. Smarte Gönnung. Huawei P-Smart 2019 kommt mit U-Drop Display. Neues Smartphone richtet sich an junge, anspruchsvolle Smartphone-Fans. Düsseldorf, 28. Dezember 2018. Huawei startet mit einem Krach ins neue Jahr und präsentiert mit dem Huawei P-Smart 2019 den ersten Smartphone-Neuzugang des kommenden Jahres. Das Produkt ist besonders für junge Nutzer und ihren persönlichen Lifestyle geeignet. Gerade diese Kunden wollen ein nice Smartphone in ihrer Hand halten, das ihnen keine Kompromisse abverlangt. Mit einem erstklassigen Display, Komfortfunktionen, guter Fotografiemöglichkeiten und einem Akku, der allen Herausforderungen gewachsen ist. Küsst deine Augen. Mehr Display im galaktischen Design. Das Huawei P-Smart ist das erste Gerät der P-Serie mit einem U-Drop Full HD Plus Display. Mit 6,21 Zoll und einer Auflösung von 2340x1080 Pixel bei 415 ppi bietet der neue Zuwachs der P-Smart-Familie mehr Bildschirm und Schärfe als je zuvor. Das Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis von 89% macht das Smartphone nahezu randlos. Ein Hochgenuss beim Surfen oder Videos schauen. Abgerundet wird es durch ein 3D-Curved Unibody. Fühlt sich nicht nur dope an, sondern sieht auch lit aus. KI-Fotografie gibt Ehrenfrauen und Ehrenmännern noch mehr Style. Das Huawei P-Smart 2019 ist mit einer Dualkamera 13 plus 2 Megapixel ausgestattet, um ordentlich zu snappen. Erstmalig in der P-Smart-Reihe unterstützt künstliche Intelligenz bei Foto- und Videoaufnahmen. Die KI macht aus gewöhnlichen Motiven spektakuläre Pics. Insgesamt 22 Motive werden erkannt, bei denen das P-Smart 2019 dem Nutzer die perfekten Einstellungen für jede Situation gönnt. Mit den verschiedenen KI-Optionen kommt noch weitere Knaller dazu. Im Beauty-Modus etwa lassen verschiedene Algorithmen Porträts besonders fly wirken. Oder auch die große Blende, mit der ein künstlerischer Bokeh-Effekt erzeugt wird. Tightes Setup und krasse Features. Mit der Bedienoberfläche EMUI 9.0 auf Basis von Android Pie kommt das Huawei P-Smart 2019 mit aktueller Smartphone-Software. Safer geht es nicht. Die biometrischen Entsperrfunktionen bieten höchste Sicherheit, die Gesichtserkennung scannt das Face in Sekundenschnelle oder wer es oldschool bevorzugt, nutzt den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Mit Phone Clone und Huawei Share bietet das Huawei P-Smart 2019 zudem ein starkes Setup, um das Device einzurichten oder Dateien auszutauschen. Megaspeed und Power-Akku. Im Inneren des Gerätes regelt der Kirin 710 System on a Chip, unterstützt durch 3 GB RAM und 64 GB internen Speicher, den flüssigen Betrieb des Smartphones. Der Speicher ist via MicroSD-Speicherkarte um bis zu 512 GB erweiterbar und mit dem Hybrid-Slot hat der Nutzer absolute Flexibilität. Ob er zwei SIM-Karten nutzt oder eine SIM- oder Micro-SD-Karten-Kombination. Ein leistungsstarker 3400 mAh-Akku sorgt beim Huawei P-Smart 2019 für pausenlosen Spaß. Preise und Verfügbarkeit. Das gönnerhafte Huawei P-Smart 2019 ist ab dem 10. Januar in den Farben Midnight Black und Aurora Blue zu einer UVP von 249 Euro in Deutschland erhältlich. Vorbesteller des Huawei P-Smart können im Aktionszeitraum vom 28.12. bis 9.01.2019 eine Gutschrift von 50 Euro bei teilnehmenden Partnern ergattern. Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es online unter www.huawei-promotion.de. Und jetzt geben wir ab zu unserer neuen Talkshow Jesse packt aus. Herzlich willkommen zu Jesse packt aus mit Jesse. Hallo. In unserer Talkshow mit Jesse, die eigentlich bekannte iPhone-Nutzerin ist, wollen wir uns demnächst immer mal wieder die neuesten Huawei-Handys anschauen. Du nutzt ja eigentlich ein iPhone, oder? Ja, richtig. Was für eins?
iPhone 8 Plus habe ich. iPhone 8 Plus, okay. Heute schauen wir uns das Huawei P Smart an. Ganz aktuell, ganz neu. Und ich übergebe das jetzt einfach mal Jessie, die soll das auspacken und soll sich mal anschauen. Und ich werde ihr da nebenbei mal ein paar Fragen dazu stellen, wie sie das anfühlt zum Thema Design, zur Größe, Akku, Kamera und so weiter und so fort. Bitteschön. Danke. Bist du zufrieden mit deinem iPhone 8? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Aber bist du offen für neue Geräte, oder? Ja. Ja. Also da ist ein Handy. Das P-Smart 2019. Und ein SIM-Nadel ist mit dabei. Okay. Was ist sonst noch mit dabei? Ein Ladekabel. Okay. Und ein Kopfhörer. Wie schauen die Kopfhörer aus? So. Das ähnlich wie die vom iPhone, oder? Nein, eigentlich nicht. Das sind eigentlich die Standard-Kopfhörer, die immer in dieser Packung von den Huawei-Smartphones mit dabei sind. Was zu diesem Ladegerät zu sagen ist, es hat leider kein Quick Charge, es hat leider kein Super Charge und es ist USB Type 2.1. Also der alte Anschluss, noch nicht das neue USB-C-Format. Das bist du wahrscheinlich vom iPhone anders gewohnt. Es ist egal, wie du das Kabel einsteckst, das passt immer, oder? Ja. Das geht jetzt bei dem leider nicht. Okay. Ja, ich würde vorschlagen, schalt das Handy einfach mal an, schau es dir mal an. Ja, wie schaut es aus vom Benutzerinterface her? Erkennst du da Ähnlichkeiten? Ist schon ähnlich wie das iPhone. Schaut eigentlich ähnlich aus, oder? Ja. Was ist dir sonst noch so wichtig bei einem neuen Handy? Also wenn du dir eins kaufen müsstest, auf was würdest du dann darauf achten? Also das Design ist für mich wichtig. Wie gefällt dir das Design vom P Smart 19? Also, ja, eigentlich ganz gut. Was heißt eigentlich? Ja, man hat sehr schnell die Fingerabdrücke hinten auf dem Handy. Ja, es ist leider Plastik da hinten und ja, das zieht die Fingerabdrücke eigentlich magisch an. Sagt dir das Kinn was? Weißt du, was ein Kinn ist? Ja. Was? Ja, das Kinn. Dieses Kinn gibt es beim Handy auch, wenn du jetzt das Display mal anschaltest. Das ist die neue Gestensteuerung, dann ziehst du nach oben und dann ist es das weg. Hier unten ist das Kinn beim Handy und das ist im Vergleich zum iPhone 8 Plus ziemlich klein. Wenn wir uns das iPhone 8 Plus hier mal im Vergleich anschauen, Jessies Handy. Ah, nicht stören aktiviert, sehr schön. Ja, sieht man, dass das Display vollformatig ist. Schaust du viele YouTube-Videos an? Ja. Ja. Was ist dann geiler? Vom Display her? Wenn es voll ist, so, wenn du da Vollformat anschauen kannst, oder so wie beim iPhone 8 einfach nur, naja. Ja, wenn das Bildschirm voll ist, ist schon vorteilhaft. Ist natürlich schöner, oder? Was dieses Handy auch kann, es hat eine sogenannte künstliche Intelligenz bei der Kamera. Es hat einen Prozessor drinnen, der künstliche Intelligenz unterstützt. Bei der Kamera, was ist dir da bei der Kamera wichtig? Du wirst wahrscheinlich viele oder öfters mal Selfies machen, oder? Ja. Für was für Programme? Ich benutze eigentlich die normale Kamera. Die normale Kamera. Ja. Aber du wärst wahrscheinlich, was weiß ich, auf Snapchat oder auf Instagram oder keine ja, Ahnung. Snapchat, da wärst du dann und Instagram. Snapchat und Instagram. Ja. Hast du TikTok auch? Nein. Ich habe jetzt einen TikTok-Kanal und der ist sehr erfolgreich. Also wenn ihr mal meinen TikTok-Kanal anschauen wollt, kommentiert und ich schicke euch den Link. Ja, was dir jetzt wichtig ist, Selfies und Fotos machen. Du nutzt Instagram und Snapchat. Genau. Wenn du jetzt ein Foto machst mit deinem iPhone, musst du das dann nur nachbearbeiten? Hast du dann nur extra Programme, wo du das dann nachbearbeitest, das Foto oder das Selfie?
Ja, mache ich schon. Mhm. Schon. Brauchst du eigentlich hier beim Huawei nicht mehr, wenn du mal die Kamera, mach mal ein Selfie. Und? Wie ist es geworden? Wie findest du es? Ist ganz gut geworden. Ohne Nachbearbeitung? Ohne, müsstest du jetzt nochmal nachbearbeiten oder würdest du es jetzt gleich auf Instagram oder auf Snapchat posten, in eine Story oder so? Also, ich würde schon ein bisschen, also einen Farbkontrast ein bisschen verbessern, okay. Eventuell. Aber ansonsten ist die Kamera eigentlich so ganz in Ordnung, aber oder? Sonst, ja. Okay. Was ist dir sonst noch wichtig bei den Handys? Ich habe mir vorher noch aufgeschrieben, das Design ist dir wichtig. Genau. Also hier jetzt beim P-Smart 2019 geht, oder? Ja. Gibt es auch in verschiedenen Farben? Das gibt es jetzt zum Beispiel in Schwarz, so wie du es hier hast, und dann noch in einem Blau. Mhm. Also Schwarz und Blau sind da die aktuellen Farben. Die Größe des Displays haben wir schon angesprochen. Das ist einfach hier vollformatig, 89% füllt das Display das Ganze aus. Die Kamera haben wir angesprochen. Du hast mir im Vorfeld auch gesagt, dass dir die Leistung auch noch wichtig ist. Genau. Was heißt für dich Leistung? Dass Apps schnell aufgehen oder was ist dann noch? Zockst du auch auf dem Handy? Eigentlich nicht so oft. Okay. Ja. Also wichtig, dass die Apps rundlaufen, dass das Scrollen, genau. Und so, genau. Also da wirst du mit dem Handy auch keine Probleme haben, weil das vom Prozessor, das ist zwar jetzt eine Mittelklasse, der Prozessor, aber an sich, sage ich mal, völlig ausreichend. Was haben wir noch gehabt? Die Leistung, die Kamera haben wir besprochen, den Akku. Genau. Beim Akku hast du mit deinem iPhone eher mal Probleme, oder? Also ich lade es immer über Nacht auf. Okay, aber es ist auch schon mal passiert, dass er mal untertags ausgegangen ist, ja, oder? Ja, natürlich. Wenn ich mehr Zeit habe, um das Handy zu benutzen, dann geht das Akku nach einer Zeit schneller leer. Okay, da wirst du bei dem jetzt keine Probleme haben. Das hat zwar jetzt, wie wir vorher gesagt haben, keinen Quick Charge oder Super Charge, aber es hat 3400 mAh Akku und von dem her reicht es locker über den Tag. Also das wird aus eigener Erfahrung wird's einfach länger halten als wie jetzt dein iPhone 8 Plus. Mhm. Kommen wir zum Preis. Was hast du für dein iPhone 8 Plus bezahlt oder was kostet das ungefähr? Also über 1200 oder 1200 kostet das schon. Puh, okay. Was würdest du für so ein Handy ausgeben? Ungefähr. Für dieses? Genau für dieses. Das ist das Neueste, oder? Das ist jetzt aktuell das neueste Huawei-Smartphone, ja. Ist zwar jetzt nicht High-End oder so, das ist auch eher die Einsteigerklasse, aber Huawei. Ich würde schon über 500 schätzen. Über 500? Ja. Echt jetzt? Ja. Nicht schlecht. So viel kostet es gar nicht. Okay, und wie viel kostet es? Aktuell ist die unverbindliche Preisempfehlung 249 Euro. Wow. Aber, es gibt aktuell nur so eine Cashback-Aktion. Weißt du, was eine Cashback-Aktion ist? Ja. Erklär es unseren Zuschauern kurz. Also in dem Fall, wenn man zum Beispiel ein Handy kauft, dann kriegt man Geld zurückerstattet. Genau. In dem Fall sind es sage und schreibe 50 Euro bei ausgewählten Partnern. Ich habe euch unten im Video auch den Link zu unserem Blogartikel verlinkt und da stehen dann alle Informationen, auch die technischen Spezifikationen und so weiter und so fort, stehen dann alles drinnen. Ja, kommen wir zum Ende von Jesse packt aus. Fazit, wie schaut's aus? Also mir gefällt es auf alle Fälle. Mhm. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis für junge Leute zum Beispiel. Weil die ja wenig Taschengeld haben? Ja. Ja, so wie du, oder? Und
ja, die Größe des Displays auf jeden Fall noch und die Akkuzeit. Okay. Gut, das war's dann eigentlich schon. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Wir wünschen euch nur ein frohes neues Jahr, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.